أهلا بكم in eurer neuen Folge, wo wir euch ein Nahu beibringen werden. Ein Nahu ist die Grammatik der arabischen Sprache und wir fangen heute mit zwei Sachen an. Sie sind die Typen der Satz in Arabisch. Also der Satz in Arabisch ist zweitypisch. Das ist Nomensatz und sie fängt mit dem Namen an und Verbsatz und sie fängt mit dem Verb an. Hier gibt es vier Beispiele für die beiden. Natürlich könnt ihr auch neue Wörter lernen. Wir fangen mit dem Verbsatz an. Und das erste Beispiel heißt ضحكت الطفل. ضحكت الطفل. Das Kind hat gelacht. ضحكة hat gelacht. الطفل das Kind. Womit fängt dieser Satz an? Dieser Satz fängt mit dem Verb an. Deswegen heißt Jumla Fa'liya. Ganz einfach. ضحكة hat gelacht und الطفل das Kind. Also auf Deutsch das die und der heißt in Arabisch al. Al ist die bestimmte Artikel auf Arabisch. Das nächste Beispiel. ذهب الأب. ذهب الأب. Der Vater ist gegangen. ذهب ist gegangen. الأب der Vater. Womit fängt dieser Satz an? Dieser Satz fängt mit dem Verb an. ذهب. Deswegen heißt جملة فعلية. Das nächste Beispiel. Der Mann ist geschlafen. نام الرجل. نام ist geschlafen. الرجل der Mann. Name Rajulu, der Mann ist geschlafen. Und dieser Satz fängt mit dem Verb an. Deswegen heißt Jumla Fa'liya. Die letzte Beispiel. Ya'malu al-Muwazzafu. Ya'malu al-Muwazzafu. Der Angestellte arbeitet. Ya'malu arbeitet. Al-Muwazzafu, der Angestellte. Womit fängt dieser Satz an? Dieser Satz fängt mit dem Verb an. Und heißt Jumla Fa'liya. Und jetzt der Nomensatz. Der Nomensatz fängt mit dem Namen. Und das erste Beispiel heißt As-Sama'u Safiyatun. As-Sama'u, der Himmel, Safiyatun, wolkenlos. As-Sama'u Safiyatun, der Himmel ist wolkenlos. Womit fängt dieser Satz an? Dieser Satz fängt mit dem Namen As-Sama'u. Und heißt Jumla Ismiya. Aber wo ist dieses Est? Dieses Est auf Deutsch ist verhandelt, aber auf Arabisch gibt es nicht. Aber die genaue Übersetzung ist As-Sama'u takunu safiyatun. Der Himmel ist wolkenlos. Aber das sagt man nicht auf Arabisch. Wir sagen As-Sama'u safiyatun und dieses Est gibt es nicht auf Arabisch. Der nächste Beispiel. Al-Kitabu Sagir. Al-Kitabu Sagir. Das Buch ist klein. Al-Kitabu, das Buch. Sagir, klein. Dieser Satz fängt mit Al-Kitab. Und Al-Kitab ist ein Name. Deswegen heißt Jumla Ismiya. Der nächste Beispiel. Al-Baytu Kabirun. Al-Baytu, das Haus. Kabirun, groß. Al-Baytu Kabirun, das Haus ist groß. Womit fängt dieser Satz an? Dieser Satz fängt mit Al-Bayt. Und Al-Baytu ist ein Name. Deswegen heißt dieser Satz Jumla Ismiya. Die letzte Beispiel. As-Sikinatu Hadatun. As-Sikinatu, das Messer. Hadatun, scharf. As-Sikinatu Hadatun. Das Messer ist scharf. Und dieser Satz fängt mit dem Namen an. Und heißt Jumla Ismiya. Kinatu ist ein Name. Ja, somit sind wir fertig. Und damit... wir sehen, ob ihr verstanden habt. Haben wir eine kleine Wage. Und zwar gibt es hier 7 Sätze. Die Frage ist, welche von diesen 7 Sätzen ist Nomensatz und welche ist Verbsatz? Wir lesen sie zusammen. Al-Fustanu Jamilun. Das Kleid ist schön. Al-Fustanu Jamil. التلميذ مجتهد
Der Schüler ist fleißig. At-Tilmizu mujtahidun. Laibe Ahmed. Ahmed hat gespielt. Laibe Ahmed. Al-Jawu baridun. Es ist kalt. Al-Jawu baridun. Akalat al-Fatatu. Das Mädchen hat gegessen. Akalat al-Fatatu. Anna atbuch. Ich koche. Anna atbuch. Ta'kul al-Fatatu. Das Mädchen isst. Ta'kul al-Fatatu. Mit der Zeit merkt ihr, wie die Sätze gebildet werden. Entweder mit einem Verb und dann Subjekt oder mit einem Namen, danach die Eigenschaft. Ich hoffe, das hätte euch gefallen. Vergesst nicht, unsere Videos zu liken. Und bis zum nächsten Mal. Eure Bilkalemtin. Assalamu alaikum.